Na los! Ich habe deine Nachricht an der Tafel gelesen. Was ist geschehen? Die verfluchten Banditen haben meinen Papyrus gestohlen. Hast du eine Ahnung, wie teuer er ist? Mehr kann ich mir nicht leisten. Und die Wachen tun absolut nichts. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ganz genau. Dafür habe ich gerade keine Zeit. Will mir denn niemand helfen? Du hast eine Nachricht hinterlassen. Was ist passiert? Mein Mann ist Soldat. Ein wahrer Spartaner. Er erzählt von seinen Schlachten und streicht mir über das Haar, während ich die Lyra spiele. Dein Privatleben interessiert mich nicht, Musikerin. Komm zur Sache. Ich wollte ihm eine Haarlocke schenken, aber das hier ist Sparta. Es dürfte ihm besser gefallen, wenn ich ihm den Tod eines Athener-Anführers widme. Wie romantisch. Es ist wahrhaftig ein Segen, verliebt zu sein. Und ich soll ihn erschlagen. Exakt. Der Anführer muss sterben. Verlass dich auf mich. Der Ruhm ist dir in jedem Fall sicher. Schere. Der von einer neuen Strategie, die wir lernen sollen. Davon habe ich nichts gehört. Wenn er dauernd den Plan ändert, weiß bald keiner mehr, was wir tun sollen. So, zu Spaten! Ich brauche hier Hilfe! Der Anführer der Athener ist tot. Ich kehre zur Stentor zurück.
Da bist du ja. Ist er tot? Der Mann ist tot. Du siehst also nicht nur mutig aus. Bitte, nimm dies hier als Dank. Dieses Leben hat dir nicht viel zu bieten, aber an Bord meines Schiffes wartet ein neues Leben auf dich. Komm zu uns. Wir brauchen jemanden wie dich. Das Meer war immer meine liebste Muse. Es wird Zeit, es besser kennenzulernen. Die Lambani voran. Ein paar Athener wurden beim Stehlen unserer Vorräte erwischt. Das ist ja neu. Mal ehrlich, wie dumm muss man sein, in Athener Kluft in ein spartanisches Lager einzudringen und sich an die Vorräte zu machen? Danke für die Information. Hoffentlich erreicht die Kunde die Athener. Wenn sie wüssten, was ihm zugestoßen ist, würden sie das nicht nochmal versuchen. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja. Diesen Platz hast du dir verdient. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also, erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann, der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Als Vater. Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Ich spüre große... Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Bist du bereit, die Athener zu vernichten? Ich bin bereit für den Krieg. Sparta! Yeah!
Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern.
heute gut gekämpft für eine Söldnerin. Lass den Wolf nicht warten. Also gut. Was soll ich denn sagen? Mörderin! Sie hat ihn getötet! Du bist also die Heldin, der wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Kriegerin würdig empfangen kann. Chere, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich. Und deinen Bruder. Als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden? Wo Myrina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Cassandra. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas.